Das ist Robin, mein größter Hater, denn er hat ein Video hochgeladen, wo er meine Videos als Müll bezeichnet hat. Deshalb möchte ich ihn heute den schönsten Tag seines Lebens machen, um weg von der negativen Energie zu kommen und die Welt positiv zu sehen. Ich begrüße mit euch Robin. Guck mal, die hier sind für dich. Wow. Dankeschön. Weißt du, wieso wir heute hier sind? Nein. Du hast keinen Plan? Nein. Ich wusste gar nichts. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Und um ihn auf die Sprünge zu kommen, habe ich ihn einfach mit seinem Video konfrontiert. Wenn ich dieses Jahr noch die 1 Million knacke. Bitte tut der Welt einen Gefallen und verlagert keinen TikTok-Content hierher. Und in deiner Beschreibung stand TikTok-Müll. Und weißt du, das hat mich gekränkt. Und ich dachte mir, bei so einer negativen Energie brauchst du vielleicht mal was Positives. Und deshalb mache ich dir heute den schönsten Tag deines Lebens. Klingt sehr gut. Okay, let's go. Ja, was ich an neues Content nicht mag, generell die ganzen Challenges, dass es so TikTok-artig ist. Dieses Video wird noch mega crazy, also bleibt auf jeden Fall dran. Aber vorerst ging es vor die Tür, denn dort wartete schon die erste Überraschung. Wir müssen ja heute uns auch irgendwie bewegen können. Und deshalb haben wir extra eine Limousine organisiert, plus Fahrer, die uns von Station zu Station fährt. Optimal. Guten Tag, Sie sind unser Fahrer heute. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Herr Riederis. Ja, genau, das ist richtig. Könnten Sie uns die Tür aufmachen, bitte? Aber selbstverständlich. Bitte schön, steig ein, du zuerst. So, ich gehe dann auf die andere Seite. Dankeschön. Bitte schön. Was ein Komfort. Als Noel mir die Limousine gezeigt hat, yes. War halt okay. War schon chillig. Wir fahren los. Alles klar. Könnten Sie einmal bitte die Sitzheizung anmachen? Die müssen Sie hinten manuell selbstständig leider anmachen. Hier unten haben Sie die Knöpfe. Ah, natürlich. Also am Anfang der Fahrt, sie hatte da schon Skepsis. So, ich war da verwirrt. Die erste Station war ein Fotograf, denn ich wollte diesen unvergesslichen Tag einmal festhalten mit Couple-Bildern. Hallihallo, du bist unser Fotograf heute. Wie geht's? Und für die Fotos habe ich extra dir was mitgebracht. Und zwar den neuen Pinselgang. Den gibt es auf pinselgang.com. Könnt ihr alle erwerben. Falls ihr was zu Weihnachten haben möchtet, zieh das gerne einmal an für das Fotoshooting. Ja. Was hast du dir so bildlich vorgestellt? Ja, ich finde, Couple-Fotos wären vielleicht keine schlechte Idee. Ja, wir können natürlich auch noch ein bisschen kuscheliger machen und sagen, einer nimmt den anderen so von. Das ist so dumm. Ich kenne uns seit 5 Minuten. Das Fotoshooting war am Anfang echt cringe. In jeder Beziehung gibt es ja auch so ein paar ernstere Momente. Streit, oder? Streit kannst du am besten, oder? Ey, oha. Ja, hat doch gepasst. Er ist doch der Hater. Wir haben wirklich die weirdesten Posen ausprobiert, um uns irgendwie näher zu kommen. Und ich glaube sogar, das hat irgendwie das Eis zwischen uns so langsam gebrochen. So, wie fandst du unseren Fototermin? War echt schön. Warte, Lu, ich finde, wir sind uns näher gekommen und wir fahren zur nächsten Station. Bisher, das war irgendwie alles langweilig. Wir brauchen Action. Wir überraschen Robin jetzt mit einem R8. Boah, Alter, der hört sich auch krank an. Ich bin gespannt, wie Robin reagieren wird. Ich sag dir jetzt ganz ehrlich, ich dachte, da kommt irgendwas angerannt oder sowas. Irgendwie ein Hund oder so oder keine Ahnung was. Aber auf einmal kam dann ein R8. Und als ich Robin erzählt habe, dass er jetzt gleich mit einem Supersportwagen fahren darf, hat er sich so gefreut, dass er mir Offcam sogar Geld geben wollte, weil er sich irgendwie revanchieren wollte. Unbegrenzt. Jetzt geht's ab. Let's go. War echt geil. Der Sound war episch, die Vibes waren geil, der Fahrer war echt sympathisch. Ich darf's fahren, auch geil. Hat auch mal was, danke Noel. Ey, Noel, richtige Ehre, Mann, ohne Witz. Dieses Gefühl ist echt unbeschreiblich. Geil, ne? Das hier? Boah, ich würde damit aber auch gerne mal fahren. Max, du kannst Gas geben? Sicher. Alter, wow, direkt auf dem Rastplatz. Alter, wow. Ist das geil! Man hat richtig gesehen, wie es Robin Spaß gemacht hat und er wirklich mittlerweile eine Art Fan geworden ist. Um jetzt aber nicht komplett zu übertreiben, habe ich erstmal ein ruhiges Essen eingeplant. Und danach sollte es dann richtig abgehen. Es ist Mittagszeit, wir haben Hunger und ich habe da was vorbereitet. Denn ich dachte mir, für den guten Robin backe ich extra einen Kuchen und habe einen Kuchenboden und ein bisschen Schlagsahne besorgt. Das ist aber nicht das Einzige, denn neben der tollen Sahne habe ich ein Bild bedrucken lassen, was man essen kann von Robin und mir zusammen. Ach so, das ist ja süß. Dieses tolle Zuckerbild von Robin und mir kommt jetzt auf diese Torte. Da steht ich liebe Noel Riederis drauf und zwischen uns beiden ist ein Herz. Ist das nicht ein toller Kuchen? Und den bekommt jetzt Robin. Aber bevor wir jetzt essen, ich habe noch was vorbereitet, denn ich habe einen Gast eingeladen. Simon, komm mal her. Hallo. Na? Noel, mein Freund. Wie geht's dir? Robin, der Hater himself. So, mir wurde gemunkelt, hier liegt ganz viel Hass in der Luft. Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, da trage ich ein kleines Ständchen zu bei. Ich bin ready. Okay, Robin. Der Song geht an dich, du musst genau hinhören, okay? Ja, das ist so witzig, gell? Da steht er auf einmal mit der Gitarre, dann fängt er auf einmal an, so einen Hater-Song zu singen. Was hat Noel dir angetan, dass du ihn nicht magst mit bösen Kommentaren? Wie
Wieso muss es nur so weit kommen, dass du jetzt hier sitzt und sein Hater bist? Ey, sehr stark, wow. Alter! Ja, Wahnsinn. Ich bin schon frechdachs. Ich lasse Simon extra auf romantisch einen Song spielen und dann ist er gegenüber Robin absolut provokant. Naja, danach waren wir auf jeden Fall noch zusammen Döner essen und für den Nachtisch. Ich hätte gern erstmal 100 Gramm Wiener Mandeln und dann hätte ich gern noch hier so ein tolles Herz und zwar dieses Traumfrau-Herz. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt und ich habe dir ein Herz gekauft. Das ist echt lieb von dir. Was sagst du zur Traumfrau? Passt perfekt. Irgendwie war Robin aber die ganze Zeit etwas ruhiger unterwegs. Ab und zu war ich relativ ruhig, weil ich wusste überhaupt gar nicht, was passieren wird. Und ich dachte mir, um ihn mal richtig aufzurütteln, habe ich mich nicht lumpen lassen und extra eine Yacht besorgt. Okay, Robin, nächste Station, was denkst du, könnte es werden? Bootfahren. Richtig, Bootfahren. Wir sind hier auf einem Yachthafen in Düsseldorf. Das ist unser Boot für heute. Fahrer Luxusschlitten. Voll schick. Vielleicht darf ich das auch selber fahren. Also, um das nicht zu verpassen, bleibt auf jeden Fall mal dran. Bitte, du kannst draufsteigen. Ich komme auch mal dazu. Richtig geiles Boot, wirklich. Ab der Brücke dort hinten dürfen wir Vollgas geben. Ich würde sagen, let's go. Dreh voll auf. Holy fuck. Yo. Also für diese kranke Aktion, lass auf jeden Fall schon mal ein Abo da. Was, ich höre dich nicht. Der Wind zieht extrem. Ja. Ey, richtig epische Vibe. Freut mich, dass es dir gefällt. Wow. Ja, Mann. Auf dem Boot ist Robin dann so richtig aufgetaut. Er hat sich mega gefreut. Es hat eine Menge Spaß gemacht, mit dem Boot zu fahren. Es war einfach eine coole Zeit. Da ballert gerade einmal ein fettes Containerschiff 30 Meter an uns vorbei. Das ist richtig krass, fett impressive. Könnte ich denn auch mal fahren? 3, 2, 1, Vollgas! Ich hab schon Angst, okay. So. Und wie Ausfaller. Ich mache einen Bootsführerschein. Er fährt für den Anfang ganz gut. Geil, danke dir. Aber es geht besser. Es geht besser? Hallo? Ja. Wie findest du es, Robin? Also die Bootsfahrt war echt angenehm. Genau das haben wir nochmal zusammen erlebt, als wir mit der Seilbahn über den Rhein während eines Sonnenuntergangs gefahren sind. Guck mal, wie schön das hier ist. Hier die Laternen, die Rheinbrücke. Schöner Anblick. Ah, war das nicht romantisch? Also ich wusste schon von vornherein, dass Noel ja ein korrekter Typ ist. Und danach habe ich ihn besser kennengelernt. Ich muss zugeben, dass er noch korrekter ist, als ich dachte. Ich finde, man könnte uns schon fast als Freunde bezeichnen. Und das sollten wir irgendwie festhalten. Deshalb habe ich einen Vertrag für eine anerkannte Freundschaft aufsetzen lassen von einem echten Anwalt. Und das müssen wir beide unterschreiben. Hiermit räume ich Robin die offizielle vom Herzen kommende und absolute Freundschaft mit Noel Dederichs ein. Ja, da stand nur so Anwaltszeugs drin. Auf jeden Fall hat Robin am Ende unterschrieben. Und damit sind wir für ewig Freunde. Es freut mich, dich als neuen Freund zu haben. Hier geht's zu weiteren Videos. Abonniert den Kanal. Ich will dieses Jahr noch die 400k knacken. Kuss geht raus. Schmeckt's? Schmeckt echt geil.